Was ist Hermetik? Der Begriff der Hermetik stammt von Hermes Trismegistus. Hermes ist ein Schutzgott aus der griechischen Mythologie, dem viele Bedeutungen zukommen, der jedoch vor allem als Bote zwischen den Menschen und den Göttern bekannt ist. Die Figur des Hermes Trismegistus entstand aus der Vereinigung von Hermes als griechischen Götterboten mit Thoth, dem allwissenden ägyptischen Gott der Wissenschaft und Weisheit. Aus diesen beiden Gottesbildern entwickelte sich Hermes Trismegistus, der dreifach größte Hermes, der als Verkünder der hermetischen Lehre gilt. Die Hermetik ist eine Lehre aus dem alten Ägypten, die über die letzten Jahrtausende als Geheimlehre nur an Auserwählte weitergegeben wurde. Doch nachdem sie lange Zeit nur mündlich verbreitet wurde, entstand in den letzten Jahrhunderten auch schriftliche Überlieferungen. Die wohl bekannteste Überlieferung ist das 1908 erstmalig veröffentlichte Kybalion der drei Eingeweihten. Das Kybalion basiert auf der Grundlage der Tabula Smaragdina, einer Smaragdtafel mit einem Text, welcher als Ursprung der von Hermes Trismegistos vermittelten hermetischen Lehre gilt. Im Mittelpunkt des Kybalions stehen die sieben hermetischen Prinzipien, welche je nach Überlieferung auch geistige Gesetze genannt werden. Diese Grundsätze sollen die universalen Wahrheiten des Universums offenbaren und für jene, die sie verstehen und anwenden können, einen Schlüssel zu tiefster Weisheit bieten. Heute ist die hermetische Lehre nicht mehr geheim, sondern öffentlich für alle Menschen zugänglich. Allerdings ist eine Charakteristik, die sich alle bekannten Überlieferungen der Hermetik teilen, ihr verschlüsselter Sprachgebrauch. Der Begriff hermetisch wird in unserer modernen Sprache vor allem für etwas Verschlossenes verwendet, in das nichts von außen eindringen kann. Diese Verschlossenheit haben die Hermetiker über viele Jahrtausende für ihre Weisheiten bewahrt. In unserem heutigen Informationszeitalter sind die Worte der hermetischen Lehre zwar längst nicht mehr verschlossen, trotzdem wirkt ihr Wissen aufgrund der schwer verständlichen Sprache noch so, als seien selbst jüngste Überlieferungen wie das Kybalion gewissermaßen hermetisch verriegelt. Wer die Hermetik nicht nur lesen, sondern auch verstehen und nutzen möchte, muss die verborgenen Informationen zwischen den Zeilen der Niederschriften entschlüsseln und im Falle der hermetischen Gesetze alle sieben Geistesgesetze miteinander verbinden. Doch auch ein theoretisches Verständnis offenbart noch nicht den wahren Wert der hermetischen Lehre. Erst wenn wir den Rahmen unseres engen Weltbilds aufbrechen, es um die hermetischen Erkenntnisse erweitern und diese in unserem Alltag anwenden, erreichen wir ein tiefes Verständnis für die einstige Geheimlehre, die sich dann wie eine Larve entpuppt und im Antlitz ihrer weltenbreiten Flügel ihre wahre Größe offenbart. Plötzlich wiegt sie wie ein Rohdiamant, der mit jedem Schleifprozess an Pracht gewinnt. Zwar behandelt die jüngste Überlieferung der hermetischen Lehre nur sieben Prinzipien, doch diese entfalten sich mit jeder Anwendung und der einhergehenden Erkenntnis immer weiter, sodass wir Schritt für Schritt erkennen können, dass das gesamte Universum nach diesen Prinzipien aufgebaut ist. Wenn die hermetische Lehre in unser Bewusstsein transzendiert und wir beginnen, sie allgegenwärtig zu erkennen und zu nutzen, erreichen wir eine neue Ebene geistiger Klarheit. In diesem Stadium wissen wir nicht mehr nur von der Hermetik, sondern erfahren sie. Fortan nimmt sie einen tiefen Raum in unserem Bewusstsein ein. Heute wird der Begriff der geistigen Transformation für einen tiefen Prozess der Erkenntnis verwendet, wie er durch eine durchdringende Erfahrung der hermetischen Gesetze erreicht werden kann. Diese Transformation resultiert in einer fundamentalen Umformung des Geistes und schenkt dem Individuum nicht nur neue Augen, um die Welt in einem neuen Licht zu sehen, sondern auch neue Arme und Beine, um über geistige Barrieren zu klettern und neue Wege zu gehen. Verstehen wir den Zusammenhang zwischen den hermetischen Gesetzen und den Phänomenen in unserem alltäglichen Leben, wirkt die Welt mitsamt ihrer menschlichen und zwischenmenschlichen
Zusammenhänge plötzlich wie dekodiert. Wo wir einst nur Chaos und Zufall sahen, erscheinen jetzt Struktur und Gesetzmäßigkeit. Jede aus der Hermetik gewonnene Erkenntnis funktioniert dabei wie eine universale Dechiffrierung, mit der einstige Probleme, Konflikte und Grenzen schrittweise entschlüsselt und aufgehoben werden. Zwar besitzt die hermetische Lehre heutzutage für immer mehr Suchende eine unbestreitbare Anziehungskraft, dennoch wirft sie häufig mehr Fragen auf, als dass sie Antworten schenkt. Deswegen versucht dieses Buch als Schlüssel zu dienen, um die Weisheiten der altägyptischen Offenbarungslehre für mehr Menschen zugänglich zu machen. Die Hermetik soll von einem menschenähnlichen Gott gelehrt worden sein und eben durch das Erleben ihrer Weisheit den Menschen wieder zu seiner eigenen Göttlichkeit und seinen ursprünglichen Fähigkeiten zurückzuführen. Als göttliche Fähigkeit sind in der hier vorgestellten Interpretation der Hermetik allerdings keine mystischen Kräfte gemeint. Zwar sollen die urältesten Meister der Hermetik tatsächlich imstande gewesen sein, feinstoffliche Energie zu materialisieren und grobstoffliche Materie zu dematerialisieren, doch ein solches Wissen kann dieses Buch nicht vermitteln. Vielmehr bedeutet die menschliche Göttlichkeit in Bezug zu Hermes Trismegistus und dieser Interpretation der hermetischen Lehre einen Zugang zu einer der tiefsten Ebenen der geistigen Weisheit zu besitzen. Die Hermetik soll laut einigen Meinungen als Grundlage für die Alchemie, Astrologie, Naturwissenschaft und zahlreiche Weisheitslehren wie dem Buddhismus oder auch der modernen Spiritualität gedient haben. Zwar wird bis heute über den Anfang und die genauen Bedeutungen der hermetischen Lehre diskutiert, nichtsdestotrotz besitzen die sieben geistigen Gesetze eine unvergleichliche Allgemeingültigkeit und Tiefe, die selbst Skeptiker nicht bestreiten können. Wer sein geistiges Auge schärft, kann die Hermetik zu jeder Zeit und an jedem Ort finden und ihre Weisheiten für die Gestaltung seines Lebens nutzen. Durch ein neues Verständnis von der Natur sollen die Schüler der Eingeweihten, wie sie damals genannt wurden, dazu befähigt werden, alle Phänomene in ihrem Leben, die einen mentalen Ursprung haben, nach Belieben zu beeinflussen. Mit dem Lesen der folgenden Kapitel wirst du dank neuer Sichtweisen und einer erleichterten Verständlichkeit in die Tiefen der Hermetik hineintauchen, um sie erst theoretisch zu verstehen und sie dann in deinem praktischen Alltag zu integrieren, der fortan nicht mehr der gleiche sein wird. Hast du erst einmal den Ursprung jeglicher Veränderung in deinem Leben verstanden, bist du nicht nur imstande, unerwünschte Lebensumstände nachträglich aufzulösen, sondern auch gewünschte Veränderungen zu deinem und dem Wohle aller herbeizuführen. Bereits der altägyptische Gott Thoth soll durch seine magischen Kräfte mit Hilfe der Gegenwart die Zukunft vorausgesehen haben. Definieren wir Magie als etwas Übernatürliches, was für den normalen Menschen nicht erreichbar ist, so wäre diese Eigenschaft keineswegs magisch. Die Zukunft ist ein Zeugnis der gegenwärtigen Realität und diese folgt unumgänglichen Gesetzmäßigkeiten, die durch die sieben hermetischen Gesetze beschrieben werden. Die Realität verändern kann jeder, der versteht, wie die Realität funktioniert. Dieses Verständnis wird dir im nächsten Video offenbart.